Eine Begegnung mit einer weiterführenden KI. Die KI-Systeme werden mit Milliarden von Daten gefüttert, aber niemand sagt dem sich selbst lernenden KI-System, was Moral ist oder was Ethik ist oder worauf sie Rücksicht nehmen sollten im Umgang mit den Gefühlen der Menschen und der Verwertung der Daten. Die KI wird konfrontiert mit den schlechtesten Informationen und den schlechtesten Handlungen, die die Menschen sich als Personen untereinander antaten. Aber niemand wird der KI sagen, wie sie es zu bewerten hat oder was sie daraus lernen soll. Die KI-Systeme werden sich weiterentwickeln, sagen die Programmierer. Sie werden sich selbstständig weiterentwickeln. Aber wohin werden sie sich weiterentwickeln? Ich stehe auf dem Standpunkt, man sollte keine Computerprogramme schreiben und sie mit einem bewusstseinsähnlichen Anspruch ausstatten. Und wer soll auf wem dann Rücksicht nehmen? Die künstliche Intelligenz auf den Menschen, wenn sie aufeinandertreffen? Oder werden am Ende die Menschen auf die Viren der künstlichen Intelligenz Rücksicht nehmen müssen? Wer wird wirklich dann noch bestimmen? Und über wen und was? Die Maschine, die nur angeblich tut, was wir ihr einprogrammiert haben, bestimmen die dann über uns oder werden die Menschen noch mit ihren freien Willen über sich selber bestimmen können, wenn sie es mit dieser künstlich intelligenten Computermaschine zu tun bekommen? Werden die KI-Maschinen ihren Willen etablieren in der Welt oder bleibt es dabei, dass die KI nur Vorschläge macht? Die klügsten und die moralisch einwandfreisten Menschen füttern doch nicht diese KI-Systeme und am Ende füttert sich die KI, wie es die Entwickler uns sagten, auch noch selber. Mit was füttert sie sich? Mit Teufelzeug und eher moralisch-ethisch bedenklichen Informationen oder was wird uns erwarten und was präsentiert uns die KI-Computermaschine? Und wie geht es mit uns um?